Willkommen zurück bei Oriental Night. Eben gerade noch gehört Jessica. Ja, du bist nicht allein. Ein toller Song. Ja, und ich schaue tief in deine Augen, mein lieber Freund. Sie sind feucht. Ja? Sie sind feucht. Bist nah am Wasser gebaut, Toni, wa? Aber nicht im Ring. Ja. Nicht im Ring. Nee, da habe ich dich gesehen. Da müssen andere zum Fluss heulen. So. Ja, Kim kann uns vielleicht noch ein bisschen aus diesen Zeiten erzählen. Was waren da so die wichtigsten, die interessantesten Dinge, die du so bisher mitgenommen hast? So eigentlich so als Lebenserfahrung seit Beginn. Bist ja schon auch seit 5 Jahren dabei. Ja, also vor allem einfach, dass ich Toni auch kennengelernt habe, weil es gibt so viele verschiedene Menschen und ich glaube, Toni ist einer der besten Menschen, so, die ich kennengelernt habe, einfach auch vom Wesen her. Und ich finde, das ist schon alleine eine ganz tolle Erfahrung, so jemanden gefunden zu haben. Und dann auch Freundschaften, die dadurch entstanden sind und einfach die ganze Atmosphäre, die wir auch bei unserem Training haben. Es sind jetzt mittlerweile 2 Stunden am Stück, früher war es nur eine. Und wir hatten letztens auch eine, da haben wir einfach 2 Packungen Eis im Supermarkt gekauft und haben die ganze Stunde haben wir Eis gegessen, anstatt Training zu machen. Und das ist einfach, ich weiß nicht, einfach das Gesamtpaket ist toll und ich will es auch nicht mehr missen. Wenn so Freunde von dir in diesem Kurs mitmachen, ja, und teilnehmen und man sieht dann manchmal, der ein oder andere schwächelt oder möchte nicht mehr oder ist demotiviert, wie könnt ihr diesen Leuten auch helfen? Macht ihr das dann auch? Oder überlässt ihr eigentlich schon die Arbeit an Toni? Nein, also ich würde sagen, dass wir alle mitziehen sozusagen und helfen bei denen, die es noch nicht so gut können. Und dann auch, wir machen auch oft Partnertausch, also dass dann die Stärkeren auch mal mit den Schwächeren zusammen machen, um denen wirklich was beizubringen. Weil es geht ja nicht nur darum, dass wir im Training weiterkommen, sondern dass wir als Gruppe weiterkommen. Mhm. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass sich dann keiner zurückgelassen fühlt. Mhm. Aber gab es aber nichtsdestotrotz Fälle von Jugendlichen, die dann gesagt haben, ich gehe und die haben die Gruppe dann verlassen? Also nicht aus dem Grund. Also alle, die ich mitbekommen habe, die gegangen sind, sind gegangen, weil es mit der Schule nicht mehr gepasst hat. Oder auch die Eltern zum Beispiel, dass also ein anderes Hobby mal wollten oder so. Aber von sich aus, weil das Training nicht gefallen hat, habe ich nichts mitbekommen. Mhm. Also wirklich nicht, nee. Wie ist denn, und das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage, wie ist dann das Feedback der Eltern? Von denen kriegst du bestimmt auch noch was. Durchaus mit, positiv. Ich habe vorhin kurz erwähnt, mich findet man ja auch auf Facebook. Und auf Facebook habe ich wirklich nur Freunde von mir drauf. Oder eben halt auch meine vielen Jugendlichen, deren Eltern, teilweise auch Lehrer. Und es gibt also schon durchaus einige Elternteile, die mir auch darüber schreiben, mal nachfragen, wie es ihm halt läuft. Oder mir auch darüber berichten, wie das ihm halt ankommt. Man sieht ja auch, ich habe heute einige Gäste mitbringen können, auch alles junge Damen und auch ein junger Herr aus meinen Kursen. Und die Eltern, die du dort auch siehst, auch die kenne ich schon seit geraumer Zeit. Also bis jetzt kann ich sagen, es war alles nur positiv. Hm. Nicht um dafür Werbung zu machen, wer es anders hätte, es auch ehrlicherweise zugegeben, aber es ist eindeutig so. Wie ist denn der, ich meine, so ein Projekt muss ja auch finanziert werden irgendwo. Oh ja. So, und ich weiß ja, wir haben ja immer wieder Gäste hier sitzen, die versuchen im sozialen Bereich ehrenamtlich viel zu bewegen. Ja. Aber viele Projekte scheitern leider auch an der Finanzierung. Leider. Wie ist es bei euch? Seid ihr finanziell abhängig oder ist das schon so ein Projekt, wo man das auch mit weniger Budget machen kann? Also größtenteils kommen die Sachen, die zum Ausgleich führen, ich komme gleich drauf, wie ich das meine, von mir selbst, weil ich habe ja vorhin erwähnt, ich habe jetzt auch schon einen Co-Trainer, einen zweiten jetzt in Vorbereitung und die müssen natürlich eben halt auch ihre Kosten decken. Sie fahren dahin. Wenn sie es am Tage machen, kannst du dir vorstellen, haben sie sonst ja normalerweise ja auch eine andere Arbeit. Mhm. Wenn sie sich dann dort die Zeit nehmen, muss es ja bezahlt werden und das zahle ich zum Teil, hole mir aber auch eben halt von den Schulen etwas, aber es deckt weit niemals die Kosten, die tatsächlich dadurch entstehen. Und wie du weißt, plane ich ja jetzt auch in Wentorf bei Hamburg. Das ist die nächste Frage. Ein Boxring. Ich bin schon mittendrin. Am Sonntag fangen wir an, dort schon mal die ersten Sachen aufzubauen. Und auch das kostet Geld. Ich habe das bis jetzt alles vorgestreckt. Wenn ich aber keine Hilfe bekomme, wird das kleiner werden als das, was ich plane. Deswegen brauche ich Hilfe. Und so hat sich jetzt eben halt auch oder 2 Fußballmannschaften angeboten, eine Benefizveranstaltung zu machen im Juli. Der TuS Dassendorf, meinen Dank nochmal an den, wie auch der SC Wentorf. Und wir hoffen natürlich dadurch wieder ein paar Gelder reinzubekommen und dann auch die anderen Sachen, die ich plane, zu diesem Ring zu vervollständigen. Ja, ansonsten alles das, was du vielleicht kennst. Ich brauche immer was. Spenden. Richtig. Spenden. Also genau. Ganz kurz nochmal, wann ist die Veranstaltung am?
Also es ist geplant, entweder der 19. oder der 26. Juli. Juli, okay. Nachzulesen definitiv nochmal dann bei mir auf Facebook. Und zu hören wahrscheinlich bald bei uns am 19. oder 26. Wenn alles gut läuft, bin ich auch dabei. Das wäre schön. So sieht's aus. So, der letzte Clip des Abends. Toni, dann wird's ernst für dich und für mich. Denn nach dem letzten Videoclip fordere ich Toni nämlich heraus. Boxen? Nee, du hast gesagt, hier. Das ist auch wichtig. Okay. Köpfchen ist gefragt gleich. Also, gleich geht's los. Ja, willkommen zurück aus dem Videoclip. Letzte Runde mit Toni. Müssen wir jetzt ein Spielchen machen, Toni? Dankeschön. So, denn bei dir, beim Sport, und es geht ja um das Gemeinschaftsgefühl, ja, das gemeinsame Arbeiten. So, und wir wollen ja mal gucken, ob die Gemeinschaft auch funktioniert. Deshalb hat sich meine Redaktion so kreativ, wie sie sind, mal ausgedacht. Wir haben gesagt, Bedo, du musst dich weiter blamieren und musst jetzt Pantomime spielen. Aber nicht alleine, deshalb fordere ich dich heraus. Weil du hoffst, dass ich verliere. Immer. Ich dann der Depp. Der Moderator hofft immer, dass der Gast noch schlimmer ist als der Moderator selber, sonst ist es schlimm. Okay. Also, guck mal, wir haben jetzt zwei Gruppen, also einmal linke Hälfte ist dann meine Gruppe, die rechte Hälfte ist deine Gruppe. Wir werden jeweils versuchen, drei Worte in kürzester Zeit. Ich würde sagen, ich gucke schräg auf die Uhr. Ah, eine Minute ist zu lang. Machen wir mal 30 Sekunden. Ein bisschen Herausforderung. In 30 Sekunden musst du das Wort beschreiben, ohne was zu sagen, ne? Ist klar. Pantomime. Und ohne Fäuste und so. Schade. So, macht sich ordentlich. Der Gast fängt an. Also doch. Na klar. So. Und ich pass auf. Okay. Ach du. Ja. So. Okay. Okay, geht los. Scheiße. Okay, geht los. Laufen, Laufer. Purzelbaum hat sie richtig. Sehr gut. Hast du gesagt, ne? Gracias. Oh Mann! Verdammt, wie soll ich. Oh. Darf ich auch mal sehen? Ja, das ist richtig Purzelbaum, ist doch deiner. Ja, ich dachte, so. Ja, jetzt bin ich doch dran. Ja, ein, den okay, ein. Sehen. Ach so, den, ja, den wirst du jetzt sehen. Oh Gott, ich war in sowas schlecht, ey, früher in der Schule. Oh. Toll, toll. Hast du gesehen? Was ja, ist? Ja, na, natürlich. Hier. Okay, 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 okay. Okay. Hm? Backen. Kaffee malen. Essen. Abschmecken. Kochen. Okay. Koch. Danke. Koch, da ist ein Koch, nicht kochen. Muss schon drauf gucken. Ja, siehst du? Und du hast. Okay. Ja. Okay, 1-1, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ihr dürft klatschen. So. Hey, jetzt macht langsam Spaß. Ist da ein guter dabei für mich? Ich habe keine Ahnung, ich kenne die Worte ja nicht. Ach so. Oh. Oh, das wird nicht einfach, glaube ich. Das wird nicht einfach. Fenster. Herd. Schrank. Nachgucken. Ein Buch. Bücherregal. Bücherregal. Nee. Bücher. Bücher nehmen. Bücherbinder. Bibliothek. Buchbinder. Bücher. Bücher schreiben. Malen. Malen. Kreide. Erliegen. Blättern. Noch 10 Sekunden. Ich will da keinen Druck ausüben. Wir lesen. Warte. Danke. 5, 4, 3, 2, 1. Bücherloch. So. Bücherloch. 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 Ja. Meine Mannschaft ist gewusst. Traurig. Ihr seid meine Helden. Aber das werden wir sehen. Das werden wir sehen. So, bitte. Achso, ich. Ja, bitte. Also ich. Ja, ja, danke. Ja. Nein, nein. Ich kann es nicht lesen müssen. Ja. Ey, wie lange ist denn das Wort? Oh. Sag mal. Lass mich dran teilhaben. Ja. Oh. Phantom. Okay. Ich verzweifle jetzt schon. Okay. Hm. Bahn, Auto. Wie beschreibt man das denn? Entschuldigung. Ja, Mann! Ich hab schon gedacht, nach deinem Rumgeeiere wird's keiner verstehen, sie versteht. Danke. Ha! 2-1 für mein Team, mein Freund.
Ich habe noch mal einen Joker. Jessica, ja, Jessica ist mein Joker geworden. Das sind alles Jokers. Ja, dann haben wir. Oh nee. warte. Oh mein Gott. Oh. Oh ey, der ist aber einfach. Der ist. Achso, wir müssen ein bisschen nach vorne. Der ist echt einfach. Ja, ich bin einfach. Am überlegen, wie soll man das erklären? Ich wüsste es. Mach's vor und ich sag dir, wie easy peasy das ist. Okay. Okay, los geht's. Fußball. Ich weiß gar nicht, wo die Reise gerade hingeht. Find's lustig. Hier nochmal. Profisportler. Boah, die Zeit läuft. Soll ich dir sagen? Pass auf, darf ich's vormachen? Gerne. Dann löse mich. Erlöse mich. Ganz einfach. Pass auf. Das kennt ihr aber. Freistoß. Ah. So einfach wäre das. Das war nicht gut. Cristiano Ronaldo. Das wäre einfach gewesen, dachte ich. So, einen will ich noch. Ich bin jetzt so ein Flow. Ich gönn's dir. Achso, ich. Ich gönn's dir. Cristiano Ronaldo, hast du noch nie gesehen, wie der Freistoß schießt? Du guckst Fußball, so. Ich nicht. Der macht 7 Schritte und steht dann so wirklich wie so ein. Toni, ich hab's ja. Ja, Mann, der sieht toll aus. Als Mann. Oh, das ist aber. Was hat denn das so zu tun? Das ist schwer. Ja. Aber den hätte ich lieber. Den hättest du lieber? Den hätte ich lieber. Nee. Okay. Okay, obwohl, ich weiß. Okay. Okay. Fahren. Auto. Airbag. So hätte ich es auch gemacht. Nicht schlecht, ne? Airbag. Und ohne Mikro. So, die Technik ist flüssig. Ist das mein Mikro, glaube ich, ne? Man hört mich, glaube ich, nicht mehr. Aber jetzt. Ich gratuliere dir. Ja, danke. Freut mich zwar nicht, aber... So. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja. Schön, dass du da warst. Gerne. Wie können wir, vielleicht kannst du ja noch so einen allerletzten Aufruf für dich starten, so wie man euch bescheidenen. Unterstützen kann. Einen bescheidenen. Einen kleinen bescheidenen. Bitte. Geht bei mir auf die Internetseite, hat er schon genannt, www.starkseinohnewaffen, alles getrennt mit einem Minus.de. Dort erhaltet ihr Informationen oder man findet mich auch auf Facebook unter Eventus Boxing. Dort könnt ihr gerne mit mir kommunizieren. Dort kann ich euch auch gerne mitteilen, wie ihr uns helfen könnt. Ich würde mich sehr freuen. Genauso wie ich mich gefreut habe, mal wieder hier zu sein. War schön. Danke. Es war informativ. Und nach all den Jahren muss ich sagen, du siehst besser aus. Ja. So. Das war's eigentlich, ne? Wir sind durch für heute. Warte, ich mach mal meine Verabschiedung von hier. Ich setz mich mal hier hin. So, mach's mal hier gemütlich. In diesem Sinne, schön, dass ihr da wart. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, hat Spaß gemacht. Ja. Ja, mein Team war blendend, aber ihr wart auch gut. Ja. Er war schlecht. Das ist der Unterschied. Darf ich jemanden grüßen? Ja. Wen wollt ihr denn grüßen? Meine beste Freundin. Wie heißt sie? Da in die Kamera. Guck nur mal. Nee, jetzt Switchy. 2, da kannst du rein. Ja. Also ich wollte einmal meine beste Freundin grüßen. Die heißt Justine. Ja. Ich grüße an dieser Stelle meinen Vater, meine Mutter, meine Onkel, meine Cousine und Tanten. Ali Bengali und Kind und Kegel. Ich gratuliere meiner Oma nachträglich zum Geburtstag. Siehst du, passt doch alles. So, haben wir alle durch? Ich meine Mama. Ja. So, in diesem Sinne, schönes Wochenende, bis demnächst. Schön, dass ihr da wart. Und bleibt uns weiterhin treu. Tschüss.